So, weiter geht's. Dieroll verlierend haben wir eine sehr lustige Hand, die wir auf jeden Fall keepen, weil das Wichtigste, was wir brauchen, drauf ist, und zwar Burn, 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 Burn und großen Burn. 3, 6, 9, 12, 16 Damage in der Starthand, wenn ich mich nicht verzählt habe, wenn man weiß, 15, 16. Ja, 16 Damage in der Starthand ist sweet. Blau als Gegner ist nicht so optimal, weil Counterspell, Counterspell, Counterspell. Aber zuerst wird er mal gepondert. Wir müssen dann den Stack ein bisschen größer machen. Jo, mal sehen. Needle Drop, perfekt fürs nächste Mal. Wir fangen mit Chain Lightning an, weil es unser schlechtester Spell in der Hand ist. Und geben ab. Und nächste Runde kann man sich schon Lightning Bolt Needle Drop überlegen, je nachdem, wie Kollege da drüben sich austappt oder nicht austappt. Land Drop gemisst. Finde ich gut. Incinerate. Ja, solange den Lightning Bolt, also solange den Land Drop gemisst hat, wird er gleich geboltet und gedroppt. Vielleicht ziehen wir ja einen Rift Bolt, ist auch okay. Gut, wir haben den Kill schon auf der Hand. 3, 6, 9, 12 und ja. Also wir müssen schauen, dass wir das alles aufspielen, dass das nicht herumgecountert wird. Dass da herum nicht herumcountern wird. Aber grundsätzlich ist es eine nette Hand. Ja, finde ich auch. So, wir spielen gegen Blau. Pyroblast. 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 Und sonst wenig Ahnung. Searing Blaze vielleicht weg. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Delver Deck ist. Oder nicht. Marauders können wir auch wegtun. Ja, ich habe keine Ahnung, gegen was ich spiele. Deswegen die Pyroblasts mal. Es könnte ein Delver Deck. Es ist wahrscheinlich ein Delver Deck. Lassen wir zwei Searing Blaze drin. Tun wir die Marauders stattdessen raus. Sind zu langsam. Und schauen wir einfach, was passiert. Ja, schauen wir einfach, was passiert. Starthand ist fast genauso gut wie die vorige. Wir haben Needle Drop, Curse, Rift Bolt, Spike und drei Länder. Keep ich natürlich gerne. Mal schauen. Ja, es ist natürlich ein Delver Deck. Gut, noch ein Needle Drop. Jo, Rift Bolten wir mal. Und mal schauen, ob das Ding hier flippt. Das kann man ein bisschen größer machen. Flip or fail. Flip. Mit Counterspell. Ah, haarig, haarig, haarig. Und kann dann natürlich casten und der beschützt seinen hässlichen Delver natürlich. Und spiele auch noch den nächsten. Was praktisch ist, weil der Rift Bolt auf den hässlichen Delver gehen wird. Auf den großen hässlichen Delver. Bam, bam, bam. So. Okay, soll er haben. Werden wir Needle droppen. Warum auch nicht? Und ziehe eine Karte. Okay. Dann werden wir nochmal Needle droppen. Und ziehe eine Karte. Okay. Gut. Kartenschlacht hoch 10 jetzt. Aber gut. Counterspell nicht vergessen. Schauen, ob das Mistvieh der failt. Der flippt nicht.
Und gut, greift an für 1. Und ein Golem. Okay. Und wir gehen in den Race. Das heißt, wir machen Curse auf den Gegner. Lutsch, lutsch. Und Lava Spike. Chain Lightning auf dem Delver. Jetzt war ungeschütztes. Gewinnen wir den Race auf jeden Fall, ja. Chain Lightning auf dem Delver. Gut. Mountain schon gelegt. Zug abgeben. Und ich denke, wir können den Race gewinnen. Er hat nur eine Karte auf der Hand. Das ist der Counterspell, den wir hier sehen. Jetzt zieht er wieder was. Und ja. Gut, Incinerate. Probieren wir gleich aus. Okay, lässt da alles zu. Okay, zwei Karten auf der Hand, ein Counterspell. Okay. Pyroblast wird für später wichtig sein. Der Spire Golem leider nicht blau. Aber wir müssen jetzt natürlich Burn nachziehen. Ja, der zieht Länder offenbar mehr als genug. Lava Spike. Das counter ich ihm. Sutsch. Und ja. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Mountain natürlich nicht ausgespielt für Searing Blaze. Greift an für 2. Smash to Smithereens, wenn wir da noch ein, zwei rein tun. Ja, er zieht offenbar fleißig Länder nach. Flame Rift, wenn er resolved, haben wir gewonnen. Jo, haben wir auch. Cool. Gleich geht's weiter.